Fast geschafft. Letzter Schultag für die Erstklässler der Diagnose-Förderklasse in der Grundschule Datzeberg. Letzter Schultag bedeutet auch Tag der Wahrheit. Zum ersten Mal gibt es Zeugnisse. Der Leistungsnachweis, knallhart, auf Papier gebannt. Super knallhart, da werden harte Tatsachen aufgetischt. Nein, also da gibt es ja noch keine Zensuren und es wird einfach nur aufgeschrieben, was das Kind jetzt im ersten Schuljahr schon alles kann. Mit dabei, um sich selbst von den Fortschritten zu überzeugen, der Oberbürgermeister. Silvio Witt hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr eine Klasse bei der Einschulung und am letzten Schultag zu begleiten. Ein vertrautes Gesicht also. Kein Grund zur Nervosität eigentlich, wären da nicht die Zeugnisse. Das halbe Alphabet haben die Schüler bereits im Kopf. Auch Plus- und Minusrechnen ist keine unbekannte Kunst mehr. Schreiben mit dem Füller war da schon etwas schwieriger. Ein Jahr Unterricht, ein Jahr Zeit, um auszuloten, ob das mit der Schule wirklich so ihr oder sein Ding ist. Schule hassen oder lieben lernen. Wie erging es da dem Oberbürgermeister? Also in der ersten Klasse kann man das noch so gar nicht so richtig sagen, ob man gern zur Schule geht oder nicht gern zur Schule geht. Ich fand das damals unglaublich spannend. Ich fand den Schulranzen immer viel zu schwer, weil ich auch sehr klein war und sehr schmächtig. Aber ich bin dann also sehr gern zur Schule gegangen. Aber natürlich hat jeder Lieblingsfächer und Fächer, die er nicht ganz so gerne mag. Schule hat immer auch ein Gutes. Die Ferien. Im Unterricht war das mit den Zahlen nicht immer leicht. Eine jedoch ist bei allen Schülern hängen geblieben. 6. 6 Wochen. Die allerersten großen Sommerferien. Ich fahre zu der Ostsee mit meinen Eltern. So Stralsund. Und in Aquarium. Und ich übernachte zu Mama bei Oma. Na, ich gehe mit meinen Eltern zum Strand. Und bade noch mit meinen Eltern. Bei so viel Ferienenthusiasmus darf man wirklich neidisch werden. Nur einer braucht es nicht. Jetzt darf ich so ehrlich sein, das ist heute auch mein letzter Schultag. Also ich habe jetzt auch 14 Tage Urlaub. Also von daher habe ich vielleicht dasselbe Gefühl wie die Kleinen. Ob daheim im Garten, oben an der Ostsee oder ringsherum ums Mittelmeer. Wir wünschen einen erholsamen Urlaub und allen Schülern schöne Ferien.